Hi Leute und herzlich willkommen bei den Online Game Masters nach einer mehr oder weniger kurzen Pause mit Top 10 und so. Es geht weiter mit der Top 10 Liste und diesmal ist nicht Minecraft da, sondern ein anderer Kommentator. Und zwar der liebe Todesfang, name's me. Und zwar geht es dieses Mal um die Top 10 der längsten Ladezeiten in Games. Ja, es gibt nichts Interessanteres als einen Ladebildschirm zu sehen und den Ladebalken dann noch zu sehen, wie der langsam aber mehr immer voller wird. Und da haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal die epischste Top 10 und zwar die längsten Ladebildschirme. Und ich würde sagen, du fängst dann mal an mit Nummer 6, 10. Genau. Die 6 war zwar auch drinne, und zwar Dynasty Warrior 6. Ein vielleicht nicht zu bekanntes Spiel. Das Spiel an sich, wenn man es richtig installiert, hat gute Ladezeiten. Aber wenn man das Spiel wirklich nur mal so zwischendurch zocken will, kann dieses Game wirklich lange dauern, dass man überhaupt irgendwas machen kann. Man wählt die epischsten Schlachten aus, nur um dann 30 Sekunden zu warten und auf dasselbe Bild zu gucken. Das ist nicht gerade sexy. Das ist im Grunde auch schon alles, was man darüber sagen kann. Ja, mehr reicht ja. Hm. Platz Nummer 9 haben wir nicht direkt das selbstständige Spiel, das Spiel, sondern eher Multiplayer. Und zwar Assassin's Creed Brotherhood Multiplayer. Ich denke, jeder ist mit dem Problem vertraut, dass es ewig lange dauert, bis man überhaupt mal selbst mit einem verdammt guten Internet, mit was weiß ich, dem schnellsten, wo es gibt, verdammt lange warten muss, bis ein Spiel gefunden wird. Dann darf man noch verdammt lange warten, bis andere Leute das Spiel finden. Es gibt zwar den Trick, wo von Ubisoft gesagt wurde, dass man den Port umstellen muss, aber allgemein ist es eigentlich dasselbe. Es dauert scheiße lang. Oh ja, das tut es. Ja. Sehr, sehr lang. Persönliche Erfahrung zählt natürlich auch dazu. Oh ja, vor allem das. Da kann ich ein Lied drüber singen. Denkst so, ach komm, zockst du mal eine Runde Multiplayer. Mach's an, bei den anderen Spielen kannst du sofort joinen und direkt los geht's und da darfst du erstmal warten. Lang, lange warten. Genau. Aber egal, kommen wir zu Platz 8. Was wiederum Assassin's Creed ist. Und zwar Revelations. Das Selbe alte Problem. Problem, nur Mit dem nochmal neu. Multiplayer, genau. Dann kann man auch zu Platz 7 direkt springen. Und zwar zu Doom 3. Jetzt werden die meisten denken, Doom 3 hat doch gar nicht so lange Ladezeit. Das stimmt, aber wenn man das Wolfpack-Design hat und es installiert hat und dann erstmal alles aktiviert hat, damit das Wolfpack-Design in das Spiel greift und man es das erste Mal startet und denkt, jetzt geht's los. In geiler Grafik. Darf man erstmal verdammt lange warten, bis das Wolfpack-Design seine Arbeit gemacht hat. Das geht nur beim ersten Start so. Danach ist es eigentlich wie wenn man es normal zockt. Aber am Anfang lädt es einfach nur lange. Und vor allem, wenn man dann noch wie ich damals einen schlechten PC hat, hat es auch mal gute 10 Minuten gedauert. Bei einem besseren PC, wie ich es bei dem probiert habe, hat es nicht ganz so lange gedauert, aber es hat trotzdem noch einen Platz hier drin verdient. Immer noch eine wohlverdiente Platzierung. Jo. Nummer 6 ist Fallout New Vegas, dazu gesagt die PS3-Version. Ich hatte öfter dieses Problem. Man will in diese Welt starten, man hat seinen Charakter erstellt, man will aus die Tür schreiten, nachdem man den Doc besucht hat, und was passiert? Und ausgeraubt. Nicht ganz. Ich hab ihn Man. immer bis auf die Knochen ausgeraubt. Ja, okay, das Wichtigste halt. Aber man guckt dann halt auf diese Wieso, schönen das kann man langen doch auch wieder Ladebildschirme, verkaufen. wenn man gute Perks hat dazu. Ja. Die meisten Sachen hat man auch selber behalten, so wie. Gabeln und Tassen. Vor allem fand ich lustig, dass man Mehl drin finden konnte. Mehl ist ganz wichtig. Hefe. Schönes Ding. Naja, wenn ich mir die Charakter angucke von dem, von The Pit. Nee, nicht die Pit, sondern Point Lookout. Die Hefe gefuttert. Ja. Aber wir schweifen ab. Bleh. Fallout New Vegas, die PS3-Version.
Wirklich, für die unnötigsten Sachen so lange Ladebildschirme, das hätte nicht sein müssen. Da bekommen wir aber auch noch so ein Spiel in die Liste. Oh ja. Bestimmt, weil schon jemand was drin ist. So, willst du noch jemand dazu sagen? Nein, danke. Ich bin fertig. Platz Nummer 5. Das hat Todesfall in die Liste geholt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe The Witcher nie gezockt. Werde es irgendwann mal nachholen. Aber bisher hat mich noch nie wirklich das Spiel so an sich interessiert. Ich habe immer mal überlegt, holst du es dir, holst du es nicht. Auf Platz Nummer 5, The Witcher. Hat auch lange Ladezeiten, wurde mir gesagt. Oh ja, sehr lange Ladezeiten. Besonders wenn man ein Kapitel abgeschlossen hat und danach in eine neue Region geht. Da hast du mal gut schon mal 5 Minuten gewartet, um überhaupt die Welt zu betreten zu dürfen. Und nach längerem Spielen ist da klar, dass man danach erstmal wieder alles warm machen muss. Und dann die Texturen immer noch nachruckeln. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Sonst ist es eigentlich relativ akzeptabel. Platz Vor Nummer allem. 5, der Witcher. Genau. Platz Nummer 4. Die Sims. Drei. Genauer sagen, die 3. Die Sims 3, also nicht Sims die 3, sondern Die Sims 3. genau. Wo Malkaf sicherlich mehr zu sagen könnte. Ja, ich habe das Spiel ja auch, aber der hat die ganzen DLCs dazu, beziehungsweise Add-ons, und der hatte mir, wie er die Sims da reingesetzt hat, mir die Ohren zugeheult, wie lange das dauert und dass sein Leben sowas nicht verdient hat, dass es so lange dauert, und ich hab's ohne Add-ons und so. Und wenn ich es mal aus Langeweile installiere und zocke, dann darf man wirklich mal so gut 30 Sekunden mindestens. Denke ich mal, warten, bis du anfangen darfst zu spielen. Bevor überhaupt irgendwas losgeht. Genau. Und Minecraft hat halt noch erwähnt, dass mit den ganzen Add-ons das Ganze nochmal 30 Sekunden länger dauert. Also knapp eine Minute. Aber das kann sogar noch, können sogar noch die drei Spiele unter Sims 3 überbieten, ohne Probleme. Und zwar der dritte Platz. Ich will jetzt nicht sagen, der wohlverdiente dritte Platz, weil das ist ja schließlich negativ. Geht an Star Das ist Wars aber The wohlverdient. Das ist wohlverdient. BioWare, danke für euren Scheißdreck. Ja. Ja, sorry. Ja, Entschuldigung, der musste jetzt sein. Der wohlverdiente Platz Nummer 3 geht an Star Wars The Old Republic. Und zwar auf ganz bestimmte Planeten. Oh ja. Hat man Genauer so einen darauf Abend eingehen tun verbracht. wir jetzt auf Mos Eisley Tatooine. und Tatooine. Und genauer gesagt, Hoth. Ja. Also, wir haben natürlich schon viel Erfahrung damit gesammelt. Wir hatten ja eine gewisse Zeit Star Wars gezockt gehabt. Für ein paar Monate. Bis BioWare angefangen hat mit Updates. Und so. Und Free-to-Play. Da sind schon gut und gerne mal. Zumindest bei Tatooine. Mindestens 2 Minuten draufgegangen Oh ja. beim Laden. Also ungeschlagen. Ja, und das liegt auch nicht am PC, weil ich kenne jemanden, der hat einen besseren PC und bei dem dauert es genauso lange. Ihr seht jetzt nicht, dass ich die Hand hebe, aber ich hebe die Hand. Ja, zum Beispiel er hat auch einen aktuelleren PC, sage ich mal. Meiner ist jetzt nicht alt, aber nicht so aktuell wie seiner. Aber es dauert. Wirklich lange. Aber es ist nicht die Platz 1. Genau. Erstmal kommen wir zu Platz 2. Und zwar, ganz einfach gesagt, wenn es da mal anfängt mit einem Ladebildschirm, egal ob man in ein Haus geht, das gerade mal 5 Quadratmeter groß ist oder so, kann man, während es lädt, noch gut Deutsch gesagt, kacken gehen. Oder wenn man in Ja. eine Höhle geht, kann man kacken gehen. Nicht in der Höhle, versteht sich. Kommt drauf an, wo man wohnt. Also Skyrim, also der Elder Scrolls 5 Skyrim.
Ich habe ja Erfahrung mit dem Spiel gesammelt. An sich ist es verdammt gut, muss ich zugestehen. Ich hatte ab und zu guten gerne Spaß damit, aber die Ladezeiten sind einfach auf den Geist gegangen. Es ging einfach nach einer Zeit nicht mehr, wo ich mir gedacht habe, boah, nee. Ich will nicht mehr. Manchmal hat's schnell geladen, manchmal hat's langsam geladen, manchmal hat's halt Skyrim geladen. Platz Komplette 2. Map. Skyrim. So, machen wir einen Trommelwirbel zu Platz 1? Nee. Oder wie? Weil das dauert viel zu lange. Der Ladebildschirm von Platz 1 dauert viel zu lange. Okay, dann ohne weiter rumschweifen zu Platz 1. Der Train Simulator 2013. Oder war das 13? Ich muss gerade mal schnell gucken, ob ich es richtig aufgeschrieben habe. Jo, 2013. 2013, darf ich doch. Wo man bei den Ladezeiten kann man gerne mal bei irgendein Geschäft einkaufen gehen und dann hat da noch immer noch Zeit. Ich habe einmal die Zeit gestoppt, weil ich bin ja im Besitz des Spiels. Frag nicht wieso, ich war irgendwie so derbs gelangweilt, dass ich es einfach mal gekauft habe, wie es im Angebot war. Ich wollte es spielen, dachte, gleich geht's los, ich darf zu gern gleisen lassen. Dann durfte ich aber erstmal warten, habe in dem Zeitraum mein Zimmer aufgeräumt, ein bisschen Fernsehen geguckt, bis es dann losging. Da ging so eine Ladezeit nämlich gerne mal locker über 5 Minuten. Jo, das ist Lang. eine recht lange Zeit. Ja, in dem Zeitraum könnte ich mein Haus das Haus hier verlassen, nicht mein Haus, sondern das meine Eltern. Könnte zum Bäcker gehen bei uns. Der wohnt so ein paar Straßen weiter. Beziehungsweise ist ein paar Straßen weiter. Könnten wir da ein paar Brötchen kaufen, können zurückgehen, könnten mir ein Brötchen machen und dann könnte ich mich gerade nicht, wie ich hinsetze, loslegen. Wenn du Glück hast. Wenn ich Glück habe. Kommt halt ganz drauf an, auf auch welche Map man gespielt hat. Also, das war. Also sag's mal so, die ersten Platzierungen von 10 bis 5, die gingen noch. Aber bei Auszuhalten. 1 bis 4, da haben wir uns fast totgeschlagen. Da gab's hitzige Diskussionen. Abnormale lange Ladezeiten. Und es ist schrecklich. Ja. Wobei die Technik alles immer besser wird und die Ladezeiten dementsprechend immer länger werden. Also es dauert nicht lang, dann dauert ein. Na, das kann man ja nicht auf jedes Spiel jetzt beziehen. Okay, stimmt, das ist ein Fehler von mir gewesen. Aber manche Sachen. Jo. Da kommt es nicht mal auf die Grafik an. Ich meine, wenn man Minecraft spielt und geht in ein Gebiet, das man nicht noch nicht entdeckt hat, wird es auch teilweise erst neu geladen. So viel zu dem Thema. Terraria lädt einmal und gut ist. Ja, Terraria, Jetzt sowieso machen meine. wir uns unbeliebt. Na, Scheißegal. Ihr seid uns egal, natürlich nicht. Aber ist ja schließlich, der eine mag das. Der eine mag das, der andere mag das andere halt. Also ich bin eher der, der das andere mag als das eine. Jo. Ich würde sagen, wir gehen die Top 10 nochmal im Schnelldurchlauf los. Genau. Durch, so. Im Durch, los, Schnelldurchlauf, los durch. durch. Wir fangen an mit Platz Nummer 10. Dynasty Warriors 6 mit den viel zu langen Ladezeiten. Auf Platz Nummer 9 haben wir Assassin's Creed Brotherhood, den Multiplayer. Das direkt gefolgt wird von seinem Nachfolger auf Platz 8, Assassin's Creed Revelations mit dem selben Multiplayer. Platz Nummer 7, das erste Mal starten vom Wolfpack Design in Doom 3. Platz Nummer 6, Fallout New Vegas, dazu gesagt die PS3-Version. Platz Nummer 5, The Witcher. Platz Nummer 4, Sims 3. Und noch länger, wenn die Sims mit Addons kommen. Entschuldigung. Genau. Und Platz Nummer 3, Star Wars, The Old Republic. Platz Nummer Ruhe in 2, Frieden. The Elder Scrolls 5, Skyrim.
Und auf Platz Nummer 1 haben wir, wer kann das Spiel nicht? Ich meine, es ist das beliebteste der Welt. Und das bekannteste. Beste Spiel aller Zeiten. Okay, ist kein Rondomedia-Spiel, von daher lassen wir das. Auf Platz 1 Trendsimulator 2013. Ich liebe dieses Game. Oh ja, es ist einfach so zügig. Ich Zügig. meine, wer mag keine Züge? Ich Vor kannte allem, mal es einen, ist. der wurde immer überfahren, wenn er das gesagt hat, dass er welche mag. Er mag Züge, ja, das ist. Der ist auch viel im YouTube unterwegs gewesen, ne? Da war Also. mal voll beliebt. Ich glaube, der lebt sogar immer noch. Keine Ahnung, wie der das macht. Ja, nee, der ist immer auf Reisen. Ja. Ah. Ja. Das war die Platz Nummer 10. Die Platz Nummer 10. Da ist. Man merkt mir an, dass ich Sport gemacht habe heute. Das war die Top 10 der längsten. Ladezeiten des OGM-Teams. Genau, wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei den nächsten Top 10 oder halt im besten Fall morgen beim Bullshit-Dienstag. Das Wir werden war's. da sein. Genau. We'll be back. Bitch. Jo. Das war's von uns, euer OGM-Team. Euer Steve von den Online Game Masters. Euer Tino, alias Todesfang. Von den Online Game Masters. Liked unsere Facebook-Seite, folgt uns bei Twitter, alles unten in der Videobeschreibung. Das war's von uns. Ciao, bis dann. Bye.